So, sonnige Grüße nochmal, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am frühen Abend bzw. späten Nachmittag, je nachdem, wie man sieht. Die Sonne prallt uns allen noch ins Gesicht, denke ich, und hoffe ich, wir wollen uns hier den US-Markt anschauen, der sich ja ähnlich schwach präsentiert wie die europäischen Märkte, wenngleich hier der DAX mit mittlerweile hier deutlich schon über 2,5% im Verlust deutlich negativ nach unten kippt oder absackt. Wir hatten ja vorhin den DAX schon mal beleuchtet, Marke von 11,3 im Auge behalten. Kleine Spikes nach unten sind legitim, aber wir wollen jetzt auf die US-Indizes schauen, denn hier kommt es auch gerade drauf an. Wir sehen jetzt hier jüngst den S&P 500, den wir gestern schon auch im Fokus hatten, natürlich wie täglich immer. Und da war hier die Idee, oberhalb von 2100 Punkten, oberhalb von 2101, praktisch hier eine schöne Fortsetzung zu sehen, des Aufwärtsimpulses, der sich hier am Abend schon erschloss. Sprich, wir haben hier diese Abwärtstrendlinie seit dem All-Time-High überwunden. Und das war per se hier schon mal eine hervorragende Ausgangsbasis, die sich jedoch hier dann im asiatischen Handel, und da ging es ja schon hier in Fernost bergab, wir hatten das mit der Abwertung des Yuans schon erwähnt, direkt schon bergab. Ab gen Süden, dann hatten wir hier die Abwärtstrendlinie hier nochmals wieder unterschritten, genau wie das zuletzt auch hier im, oder besser gesagt zu Anfang August geschah. Und die Folge war jetzt hier die Aktivierung des grauen Szenarios, also mit Aufgabe von 2100 Punkten war, und das ist leider, oh Gottes, auch hier im außerbörslichen Geschäft natürlich der Fall. Wenn hier die Marken gerissen werden, dann kann man davon ausgehen, dass es sich hier eben um eine Trendbewegung handelt in die andere Richtung. Und das haben wir hier gesehen. Der Markt ist hier bis 2085 zurückgekommen. Und genau dieses Niveau ist es jetzt, worauf man achten sollte. Der DAX, wie gesagt, in der Möglichkeit einer Stabilisierung, der S&P gegebenenfalls auch. Denn wenn wir jetzt hier mal schauen, wie das hier aktuell ausschaut, wir sind hier von dem Erholungsimpuls vom 7.8. bis jetzt hier zur gestrigen Rallye, zum gestrigen Wochenauftakt, der hier wahrlich explosiv war, hier schon knapp 61% zurück korrigiert. Und das ist hier nach dem goldenen Schnitt nach Fibonacci jetzt im Prinzip eine gute Ausgangsbasis, um jetzt wieder nach oben zu streben. Also der Index hat jetzt alle Voraussetzungen, um diesen Abwärtsimpuls der Nacht, den Abwärtsimpuls der heutigen Schwäche wieder aufzufangen und hier im Prinzip nach oben aufzustreben. Das genau die Rahmenbedingungen. Der S&P 500 sollte jetzt nicht schlapp machen, um hier ein größeres bärisches Fahrwasser zu fahren. De facto, wenn wir uns jetzt hier stabilisieren, oberhalb von, gehen mal hier auf 2085, das ist das wichtige Level. Ein 60er Retracement-Level ist hier knapp drunter im Bereich 2082. Da sollten wir nicht runtergehen. Bleiben wir aber hier bei 2085, sieht das ganz gut aus, dass wir hier eine kurzfristige Aufwärtsreaktion von guten 15 Punkten jetzt sehen könnten. Dazu aber, wie gesagt, keine neuen Tiefs. Wir haben hier, wenn wir uns den RSI mal anschauen, eine, ja, klar fallende Tendenz, sind noch nicht im überkauften Bereich. Das heißt, hier kleine Spikes nach unten könnten hier durchaus nach unten erfolgen. Wichtig ist, dass der Stundenschlusspreis nicht unter 2082 bleibt und eben 2085 hier per ja, Schlussstand des Abends idealerweise nicht unterschritten wird. Dann hat der S&P 500 hier durchaus gute Chancen, morgen nochmal wieder eine Erholung einzuleiten. Ansonsten wäre natürlich hier der positive Auftakt vom Vortag gänzlich in die Tonne getreten und dann natürlich der S&P 500 hier auch wieder im Sinne dessen, dass wir hier diesen Abwärtstrend nicht überwinden konnten, hier wieder im bärischen Fahrwasser, sprich, dann sollte man wohl dann auch eher mit natürlich jetzt dann auch Preisen, wenn es weiter runter geht, von 2067 gegebenenfalls sogar dann noch tiefer rechnen. Man darf natürlich dann nicht ausschließen, dass der Markt dann hier auch ja, in Richtung 2040, wie bekannt ja, zurücksackt. Warten wir mal ab. Wir gehen jetzt nochmal hier zum Tagesschart. Hatten wir auch eine ähnliche Konstellation wie beim DAX. Hier die Annahme, meine Güte, gestern hier sehr, sehr schön. Der bullische Aufwärtsmove grandios hier am Hochpunkt geschlossen, wirklich bullisch hoch 3. Und was passiert heute? Wir sehen hier einen Rückfall. Allerdings ist die Kerze innerhalb der Montagskerze noch vorzufinden. Also hat hier der Index oberhalb von 2085, wie gesagt, Chancen zur Reaktivierung. Die sollte er jetzt nutzen. Falls nicht, aktiviert sich hier der graue Fall, den wir auch gestern schon hatten. Denn wenn wir unter 2085 zurückfallen, das war auch gestern die Ansage, dann wäre hier diese Trendlinie natürlich definitiv ab oder aufgegeben vielmehr und dann auf jeden Fall Platz neben 2070, 2060, dann auch Platz bis in den Bereich von 2040 Punkten, 2045, wenn wir eben hier es nicht schaffen, dieses positive Momentum nach oben mitzutragen. Das wäre wirklich bedauerlich, denn die Ausgangssituation zum gestrigen Wochenauftakt war wirklich sehr gut. Dass sich das natürlich heute schon derart wieder umkehrt, war nicht zu erwarten, unterstreicht aber irgendwo auch hier wieder diese Brisanz. Und wenn wir uns den S&P jetzt hier auf Tagesbasis angucken, dann sind wir genau noch in der Situation, dass wir hier oben seit Monaten eine, ja, möglicherweise
bärische Topbildung vollziehen. Da sehen Sie hier an diesem Bogen, an diesen drei Hochpunkten. Das sieht nicht gut aus. Also wenn der Index hier nicht langsam mal wieder richtig Fahrt aufnimmt, dann kann es gerade vor der negativen Saisonalität, die wir ja nunmehr wirklich unmittelbar vor uns haben, dazu will ich Ihnen hier auch gleich nochmal den S&P 500 mal zeigen, auf Blick oder mit Sicht auf die kommenden 90 Tage. Wenn er es jetzt mal hochlädt, da muss er einige Daten verarbeiten, dann sehen wir, dass das hier gar nicht gut aussieht. Ende August, September bis in den Oktober, und dann knallt es hier ordentlich nach unten durch, wenn es denn wirklich so kommt. Aber wenn wir natürlich hier technisch nicht langsam einen Auftrieb erfahren, dann kann sich diese Top-Bildung, die wir hier seit Mai sehen, ja, natürlich nach unten negativ auflösen. Denn es fehlt schlichtweg hier der Kaufdruck. Und September, Obacht geben, die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed da die Zinsen anhebt, ist nicht vom Tisch. Es wird immer wieder von Verzögerungen gesprochen, von Hinausschieben, von 2016, aber so sicher ist das alles gar nicht. Wenn es hier eine Zinsanhebung in den USA gibt, dann dürfte die erste Reaktion sicherlich Kapitalflucht sein aus Aktien. Das, denke ich, ist anzunehmen. Es soll natürlich nicht langfristig heißen, dass steigende Zinsen ja den Aktienmarkt killen. Das ist keinesfalls der Fall. Schauen Sie sich historisch langfristige Charts an. Rein von den dynamischen Zahlen her bewegen wir uns ohnehin in übergeordneten jahrhunderttechnisch gesehenen Aufwärtstrends. Das heißt, der S&P 500 wird sicherlich irgendwann bei 3000 Punkten stehen, aber das ist einfach jetzt mal viel zu weit geblickt. Wenn wir hier auf die nächsten Tage, Wochen schauen, dann ist es hier langsam an der Zeit, eine Entscheidung herbeizuführen. Und wenn die Bullen hier nicht langsam nach oben aufdrehen, dann ist der Weg nach unten wohl geebnet. Und das dann eben gerade auch im Sinne der Saisonalität mit dieser Top-Bildung sehr, sehr bärisch. Also, aufgepasst, die Bullen müssen jetzt hier langsam wieder mal ansetzen. Der gestrige Tag war hier sehr schön dafür geeignet. Chance vertan. Jetzt kommt es auf 2085 an. Deutlich drunter sollten wir nicht gehen, sonst sehen wir die nächsten Tage auch weiter fallende Preise. Insofern mal anschnallen. Wir hatten ja auch den S&P 500 im Big Picture auch in der letzten Woche schon mal in der Beschau. Werden wir gegebenenfalls auch nochmal per Streambeitrag posten. Dann im Sinne des 7-Jahres-Zykluses und natürlich der großen langfristigen Aufwärtstrendlinie seit 2012, die, wenn der Index hier signifikant unter die Tiefs hier vom März zurückfällt, das wären hier Preise unter 2039, dann hätte man hier per se ein mittelfristiges Verkaufssignal. Doch da sind wir noch weit weg von, in Anführungszeichen weit weg. Wir warten mal ab, was die nächsten Tage noch kommt. Aber spannend ist es in jedem Fall. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Feierabend und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. In diesem Zusammenhang auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.